Es ist ein Kaleidoskop von hoher Komplexität. Forscherinnen und Forscher ganz unterschiedlicher Disziplinen beschäftigen sich am Tübinger Zentrum für integrative Neurowissenschaften mit den Funktionen und Leistungen unseres Gehirns. Die Vorteile des Standortes weiß Professor Peter Thier, Sprecher des ZIN, zu schätzen. Tübingen ist eine kleine Stadt mit einer traditionsreichen Universität, die durch ein ungewöhnlich hohes Maß neurowissenschaftlicher Forschung gekennzeichnet ist. Es geht um die Frage, wie wir in der Lage sind, Bewusstsein von der Welt zu entwickeln, ein Bewusstsein von uns selbst zu haben, mit anderen zu interagieren. Das sind Fragen, deren Beantwortung letztendlich Grundlagen wissenschaftlicher Untersuchungen erfordert. Der Neurobiologe Andreas Bartels zum Beispiel untersucht die Frage, auf welche Weise unser Gehirn Bewegungen verarbeitet. Die Signale, die in unser Auge fallen, ändern sich ja mit jeder Kopfbewegung, mit jeder Augenbewegung. Das heißt, das Bild ist vollkommen instabil und trotzdem nehmen wir eine sehr stabile Welt wahr. Und wir versuchen zu verstehen, wie dieser Prozess im Hirn abläuft und welche Areale da welche Funktion übernehmen. Um diese Fragen zu beantworten, hat er ein Experiment entwickelt. Mit Hilfe eines funktionellen Magnetresonanztomographen beobachtet er das Gehirn von Menschen, während sie einen Film anschauen. Das Ergebnis, je nachdem, ob sich die Kamera oder die Objekte im Film bewegen, werden ganz unterschiedliche Hirnareale aktiviert. Grundlagenforschung, die vielleicht irgendwann auch für die Therapie von Kranken nützlich sein könnte. Thomas Münch ist einer möglichen Therapie schon deutlich näher. Noch behandelt er Mäuse, allerdings mit bemerkenswertem Erfolg. Diese Maus leidet an einer Augenerkrankung. In ihrer Netzhaut sind die Photorezeptoren, die lichtempfindlichen Zellen, abgestorben. Deshalb kann die Maus das helle Licht am Ende des Wasserbeckens nicht erkennen und findet die rettende Plattform nicht. Sie ist blind, obwohl der Rest ihres Sehsystems eigentlich intakt ist. Doch diese Netzhautdegeneration ist behandelbar, durch eine Injektion ins Auge, wie bei dieser neugeborenen Maus. Eine Operation, die vielleicht auch Menschen mit dieser Erkrankung helfen könnte. Allerdings sind dafür noch mindestens 10 Jahre Forschung nötig. Das würde wahrscheinlich so aussehen, dass mithilfe von Gentherapie bei diesen Menschen dieses lichtempfindliche Protein in die Netzhaut eingebracht wird. Und mit der Hoffnung, dass es dort die verbleibenden Zellen auch lichtempfindlich macht, genau wie in unserem Mausmodell auch. Gleichgewicht, Koordination und Bewegung. Dafür spielt das Kleinhirn eine zentrale Rolle. Ist es geschädigt, ist die Motorik beeinträchtigt. Motorikforscher und Ingenieure entwickeln am Institut von Martin Giese gemeinsam Methoden zur Modellierung und Analyse von Bewegungen. Sie sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Computeranimation. Eine aktuelle Studie untersucht den Nutzen von physiotherapeutischem Training für Patienten mit einer Kleinhirnstörung. Bisher war es zweifelhaft, ob diese Menschen davon profitieren könnten. Zum ersten Mal konnten die Tübinger Wissenschaftler belegen, dass durch intensives Koordinationstraining signifikante Verbesserungen erzielt werden. Gieses Gruppe arbeitet zusammen mit dem Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung auch an Robotern, die zukünftig ein solches Training unterstützen können. Wir können zum Beispiel bestimmte Bewegungen, die ein Patient sehr schlecht ausführen kann, durch geeignete Robotersysteme unterstützen. Dadurch wird das Training der Bewegung für den Patienten erleichtert. Man kann dann diesen Roboter auch nutzen, um den Trainingsfortschritt zu messen oder aber auch die Unterstützung durch den Roboter nach und nach reduzieren. Durch die enge Zusammenarbeit von Ingenieuren, Informatikern, Neurologen und Physiotherapeuten kann Patienten mit neurologischen Erkrankungen geholfen werden, im Alltag wieder besser zurechtzukommen. Die Frage nach Handlungen und Handlungsfähigkeit beschäftigen Philosophen bereits seit der Antike. Das Wissen um diese Denkmodelle integriert die Philosophieprofessorin Sabine Döring in die Entwicklung naturwissenschaftlicher Experimente. Was it me? War ich das? In diesem Forschungsprojekt arbeiten zurzeit Neurowissenschaftler aus der Medizin mit Philosophen zusammen. In einem ersten gemeinsamen Experiment geht es um die emotionale Bewertung der eigenen Handlungskonsequenzen. Gesunde Probanden werden dabei mit Schizophrenie-Patienten verglichen. Die Wissenschaftler wollen erklären, warum diese Patienten sich ganz bestimmte Handlungen nicht selbst zuschreiben. Klassische Grundlagenforschung, höchst interdisziplinär. Das Experiment, was Sie jetzt am Beispiel gesehen haben, wäre eben nicht möglich ohne die Zusammenarbeit zwischen Kognitionswissenschaftlern und Philosophen. Insofern die Idee, dass die Bewertung
von Handlungskonsequenzen eine Rolle bei der Selbstzuschreibung von Handlung spielen könnte, eine philosophische Idee ist. Ideen gemeinsam entwickeln und umsetzen, voneinander lernen und miteinander Fortschritte erzielen. Um das zu erreichen, kommen die Arbeitsgruppenleiter regelmäßig vom ganzen Campus hier zusammen. Ab dem nächsten Jahr sind alle unter einem Dach vereint, im Neubau des ZIN. Es entsteht mit dem Herth-Institut, mit dem benachbarten ZIN-Gebäude ein neurowissenschaftlicher Campus der kurzen Wege, der sicher eine hervorragende Basis für den wissenschaftlichen Austausch ermöglichen wird.